Hallo ihr Lieben, unsere Reise geht weiter. Der Mord wird kurz bevorstehen und der gute Staub ist noch immer ein guter Junge. Ich wollte einfach nur noch mal gucken, ob sich hier was geändert hat. Aber ich glaube, mit einem Hund zu starten ist immer ein guter Start in den Tag oder in die Aufnahme. Ich denke mal, wir können hier direkt zu unserer Taverne eilen. Und wir haben das Geld, was die Frau von uns wollte. Das ist schon mal ein gutes Indiz. Oh, guck mal. Hier sieht man ja, glaube ich, das Zeichen der Bäckerei. Ne? Das ist aber cool gemacht. Ne? Auf der Straße waren wir ja gerade quasi. Das ist dann ja die Stadtmitte. Cool. Das ist cool gemacht. Oh, stimmt. Und wir können ja am Abend, ich glaube aber noch nicht jetzt, oder? Quasi diesen Weg folgen. Wie war das nochmal? Der hat ja irgendwie gesagt, zur Nacht sollen wir irgendwo abbiegen. Wisst ihr das noch, der kranke Opa? Aber ich weiß nicht mehr so ganz genau, wo das war. Ich laufe jetzt trotzdem nochmal ganz kurz hier lang, weil mich das interessiert, ob wir jetzt irgendwo einen neuen Weg haben. Ich glaube zwar nicht, ich glaube dafür muss wieder ein bisschen Zeit vergehen oder vielleicht noch ein Tag. Aber ja, ich will es auf jeden Fall doch nochmal ausprobieren. Schade. Wait, ist nur noch ein Schweinchen wach? Ne, beide Schweinchen sind noch wach. Und ja, also ich glaube, wir können uns alle denken, der Baron wird sterben. Er hat super viele Leute, die potenzielle Kandidaten sind. Aber ja, wer es am Ende ist, schwierig zu sagen. Alle schlafen. Ich lege die Münzen auf den Tisch. Lass morgendliche Überraschung für Clara. Er hat auf jeden Fall einen interessanten Pyjama an, muss ich sagen. Zack, Geld haben wir da gelassen. Oh, wie süß. Cool. Plot Twist, der eigene Charakter stirbt. Das wäre sehr plot-twistig. Das stimmt. Ich sollte wirklich aufräumen. Ich glaube, hier haben wir noch immer die gleichen Optionen. Jetzt wissen wir allerdings, oh ja, stimmt. Ach so, Prior Ferek, was er auch uns da zu lesen gibt, dem Okkulten. Ah. Ich glaube, haben wir echt keine Wahl im Moment? Können wir nichts anderes mehr machen, außer schlafen gehen? Sieht so aus, ne? Hahaha, ich bleibe einfach wach. Nee, aber ich glaube, es gibt echt nichts mehr zu tun, ne? Ich glaube, es gibt nichts mehr zu tun. Ja, wir waren jetzt noch nicht in der Oberstadt wieder, aber wir waren zwar noch nicht in der Oberstadt, aber ich glaube nicht, dass dort noch irgendwas passieren wird. Und abhängig vom gewählten Background ändert sich der Mörder. Das wäre cooler DLC-Content, glaube ich. Das wäre cool, ja. Oh, unsere Schlafmontur ist auch herausragend. Ich weiß gar nicht, warum die Leute solche Mützen damals getragen haben zum Schlafen. Was war die Funktion einer solchen Mütze? Shit, wir konnten auf jeden Fall nicht nachts aufstehen. Das hatte ich ja gehofft, dass wir eventuell den Weg von dem Opa laufen gehen können. Aber hat irgendwie nicht geklappt. Au! Es ist alles gut, Ursula. Soll ich euch mit Ursula helfen? Wir sind Arzt. Nein, ein paar Tränen schaden nicht. Außerdem haben wir jetzt fast alle undichten Stellen repariert. Oh, der Sturm ist da. Ursula ist mein erstes Kind. Sie ist recht anstrengend, aber ich glaube, ich habe jetzt alles im Griff. York war ein Geschenk des Himmels. Er hat Christine mit Eva geholfen, als sie ein Baby war. Ich wusste nicht, dass ihr Familie habt, Andreas.
Noch nicht, ich wollte nur behilflich sein. Ich habe zwei ältere Brüder, beide verheiratet. Sie machten mich zum Onkel vieler Nichten und Neffen. Danke für das Angebot. Ihr werdet eure zukünftige sehr glücklich machen, Andreas. Oh. Wann lässt denn der Sturm nach? Er hält schon den ganzen Morgen an. Peter und York sind da draußen und versuchen irgendwo den Fluten Herr zu werden. Oh, ist der Hof in Gefahr? So viel Regen ist gefährlich, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Es geschieht, wie Gottes will. Wir müssen an die Vorhersehung glauben und es ertragen, was auch immer kommen mag. Oh, ich habe etwas zu essen für euch. Hier, verzeiht, dass ich nicht mehr vorbereitet habe. Sollen wir ihr sagen, dass so, dass wir sie von Otto grüßen? Hm. Er macht ihr sicherlich den Hof, ja. Dann sei ihm ein guter Freund und sag es ihr. Und? Sie sind nicht verheiratet, oder? Ihr auch nicht. Noch nicht. Warum also nicht etwas vorfühlen? Der Gauda sagt einfach, wir sollen uns an die ranmachen. Und es schien so, an der einen oder anderen Stelle, dass sie Interesse an uns hat. Zumindest klang es so ein bisschen so an, fand ich. Aber wir sagen, vor allem, ja, also, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, Otto schien mir eher so ein bisschen wie jemand, der noch viel zu lernen hat. Aber vielleicht hat sie so viel Geduld mit ihm. Sie hat das zur Kenntnis genommen, schien allerdings nicht besonders beeindruckt zu sein. Oh, Ursula, sagen wir noch Tschüss. Andreas? War alles in Ordnung, Peter? Oh, habt ihr nicht gesehen, dass sie... Oh, hab gar nicht gesehen, dass die Mauer kaputt ist. War das die Flut? Was für ein Sturm. Sind die immer so? Fangen wir über die Mauer. Jawohl. Muss in der Nacht gebrochen sein. Einige unserer Schafe sind getürmt. Ach nein. Nein. Die Schafe sind wieder unterwegs. So ein Zufall. Und der Weg nach hinten wird bestimmt versperrt sein durch das Wasser, nicht wahr? Das ist absolut kein Grund, warum wir dort nicht langlaufen können, nicht wahr? Hm. So ist es halt immer. Regen fällt auf die Abtei und es strömt dann zu uns kleinen Leuten herab. Daran ist aber nicht die Abtei schuldig. So funktioniert Regen eben. Es gibt einen Grund, warum wir hier unten sind und die da oben. Naja, ich muss zurück an die Arbeit. Bis später. Sintflut. Stürmischer Morgen. Und, mein Charakter sagt nein. Okay. Ich musste einmal kurz ins Escape-Menü zurück. Ja. Wie ich angenommen habe, sie müssen erstmal den Weg wieder freiräumen, bis wir weitergehen können. Oh, Endres hatte was zu sagen. Otto und Eva, was ist mit ihnen? Wie entwickelt sich ihre Balz? Oh. Kommt, erzählt mir saftige Details darüber, was zwischen ihnen vorgeht. Wir nehmen die erste Option. Ich tratsche nicht, Andreas. Ich frage nicht, um die Gerüchteküche zu schüren, sondern weil ich mich um das Glück meiner Oh Gott. Das ist ein bisschen schleimig, aber nehmen wir das. Natürlich, Andreas. Alles nur neugieriges Geschwätz. Nun, wenn ihr mich fragt, denke ich, dass Otto ein bisschen zu langsam ist. Oh. Ach. Er ist alt genug, um nicht verliebt zu sein, wie ein Schuljunge. Beide mögen einander. Wenn ihr die richtige Person gefunden habt, solltet ihr der Sache nachgeben. Ja, Leute. Habt ihr gehört? Das ist das, was ich tun würde. Aber er ist auch ein Schmied, ne? Also das ist so das Typische, was man auf einem Schmied erwarten würde.
Was hat euch davon abgehalten? Nun, das ist privat. Ihr habt die richtige Person einfach nicht gefunden. Oh, er hat die richtige Person nie gefunden. Das würde zu seiner Geschichte passen. Nein. Ich hoffe, jemanden an meiner Seite zu haben, wenn wir eine Familie gründen. Gott hat mir diesen Segen nicht gegeben. Wir wünschen ihm allerdings alles Gute. Wir können aber außenrum in die Stadtmitte. Das geht. Okay. Ich sehe, warum wir außenrum in die Stadtmitte können. Der Bäcker hat offen um die Uhrzeit. Macht Sinn. Was sagt der Ulrich? Gott zum Gruße, Andreas. Da haben wir es aber mit einem hübschen Frühjahrs... mit einer hübschen Frühjahrsstatue zu tun. Hoffentlich... Achso, Frühjahrssturm. Hoffentlich lässt er bald nach. Ich bin sicher, dass er bald nachlassen wird. Und bei dem Wetter muss ich den ganzen... Nee, wir sagen, dass er hoffentlich bald nachlässt. Gott will es so und so ist es. Ulrich, ich habe Gret das Geld für das Schwarzbrot letzte Woche gegeben. Tut mir leid, dass ich ihr warten musste. Kein Problem. Richtet Linhard schöne Grüße aus. Gern, ich gehe jetzt erst heim und dann zu den Pfeifers. Guten Morgen, Agnes. Was ist denn bei den Pfeifers los? In etwa einem Monat müsste Helena ihr Kind bekommen. Oh, sie ist nicht nur Bäckerin, sondern auch Hebamme. Ahnung, Mann. Ihre letzte Geburt war heftig. Er hat es nicht geschafft. Möge Gott seiner Seele gnädig sein. Ich will nur sicherstellen, dass ihre Chancen so gut wie möglich sind. Das ist edel von ihr. Das liegt in Gottes Hand. Vertraue auf die Vorsehung. Das Ganze mit der Vorsehung erinnert mich immer an Witcher. Kommt Vorsehung auch ziemlich oft vor. Allerdings in einem anderen Kontext. Kann ich Ihnen auch übrigens empfehlen. Witcher, sehr cool. Selbstverständlich, Ulrich. Aber ich tue alles, um zu helfen. Warum sollte der Herr die ganze Arbeit alleine tun? Ich muss jetzt gehen. Guten Tag zusammen, Andreas. Haltet euch vor Regen fern. Sagt Helene, dass ich für... Ja, warum nicht? Das wird sie zu schätzen wissen, Andreas. Vielen Dank, auf bald. Verdammt, wir kriegen kein Brot mehr. Können aber noch in die Bäckerei, vielleicht hat sie was Brot übergelassen. Der Ulrich, der guckt immer so ein bisschen grimmig. Anna, oh. Okay, Agnes war doch nicht die Bäckerin. Gret war die Bäckerin. Dann weiß ich gar nicht, wer Agnes war. Wer war denn dann Agnes? Hier können wir scheinbar nicht mit interagieren. Wer war denn dann nochmal Agnes? Ich meine, sie muss sich scheinbar mit Kräutern auskennen. So, gehen wir natürlich in alle Orte. Und das ist ein bisschen unrealistisches Spiel. Ich meine, du bist so historisch treu, aber dass die Katze einfach hier im Regen stehen bleibt, das wirkt mir sehr unrealistisch. Und dann heißt sie auch noch schlau. Ich weiß nicht. Das wirkt mir... Ich glaube, Bug Report wird geschrieben nach dem Stream. Oh, die beiden unterhalten sich. Vater, ich habe das schon einige Mal gesagt, aber es ist nicht gut, dass das Wasser hier so schnell abfließt. Das wirkt sich auf das Fundament aus. Es muss überprüft werden. Ich verstehe, aber wenn ihr hier grabt, könntet ihr die Toten stören, die im Hof verwesen. Das ist ein Argument. Natürlich, Vater, aber sie werden ohnehin wieder ausgegraben. Ja, aber warum sie unnötig stören? Das ist eure Kirche, Vater. Aber ihr könnt das nicht ewig aufschieben. Das Fundament wird reißen. Ich verstehe.
Vielleicht nachdem einige Knochen und Weinhäuser gebracht wurden. Hm. Boah, die scheinen das Geld echt notwendig zu haben. Alles in Ordnung mit der Kirche? Hm. Ja, und es scheint ja hier öfters zu regnen. Aber Gott kümmert sich um seine Herde, ne? Also das sollte man auch nicht vergessen, wie er hier sagt. Schön. Oder hätten wir da rechts runter können bei Nacht? Ich glaube nicht. Wir gehen nochmal zurück, gucken, ob wir in den Wald rein können zu dieser späten Stunde. Ich glaube zwar nicht, aber was war hier nochmal für welche? Doch, wir kommen von hier auf quasi den Weg, den wir vorhin nicht laufen konnten. Ich weiß zwar nicht, ob uns das irgendwas bringt, aber Neugier treibt mich an. Die Statuen scheinen sich auf den ersten Blick nicht geändert zu haben. Hat ja eine Statue eine andere Farbe? Okay. Auf geht's ins Kloster. Ach nee, vielleicht kommen wir auch nur bis zum Gasthaus. Denn, im Endeffekt hat er da ja geschlafen. Wir kommen sogar noch in den Wald rein. Wir laufen jetzt hier einmal schnell durch, Leute. Nutzen die Zeit zu sagen, das Spiel ist cool. Es lässt sich aber Zeit. Natürlich ist der Fischer unterwegs. Das Wasser scheint hier nicht zu überfluten. Hier ist die Musik so mysteriös. So Leute, auf geht's. Wir haben uns alles angeguckt. Auf geht's zur Kirche. Oh, Till ist wieder da. Der hat allerdings dieses Mal nichts Neues gesehen. Und jetzt kommt Martin angelaufen. Oh, über Martin ist auch ein komischer Kerl. Oh, okay. Da haben wir die Konsequenzen getragen. Wir haben mit Martin jetzt verkackt. Und er beleidigt uns einfach. Und hustet uns an. Verdammt. Das ist definitiv nicht angebracht. In Zeiten von Corona. Den mag ich auch nicht besonders. Hm, scheinbar ist der Mord noch immer nicht passiert, denn Mikolaus ist noch immer da. Bereitet ihr noch immer eure Abreise vor? Das Wetter ist bedauerlich, aber die Baronin, Frau Salomena, wird heute eintreffen. Mein Herr plant abzureisen, sobald sie ankommt. Wie lange sind sie schon verheiratet? 7 Jahre. Oh oh, das verfluchte 7. Jahr. Eine wunderbare Frau ist sie, eine echte Edeldame. Ich hoffte, mich trotzdem rechtzeitig vom Baron noch verabschieden zu können. Das wird er nämlich auch zu schätzen. Er war enttäuscht, dass ihr euch nicht der Debatte beim Abendessen gestellt habt. Aber natürlich versteht er, dass ihr nicht die Abtei verärgern wolltet. Und wir haben wieder die Option, hier unsere Rhetorik zu benutzen. Und Teil der rhetorischen Kunst ist es eben, das rechte Forum zu finden, in dem man Menschen überzeugen kann. Und das war nicht das Rechte dafür. Mein Herr debattiert gerne, wenn ihm die Laune überkommt. Leider überkommt ihm die Laune oftmals. Oh, das sieht aus. Gibt es eine Chance, mich in den Augen des Barons zu rehabilitieren? Shit, das sieht schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Boah, Leute. Also, da muss man aber ein... Also klar, hätten wir jetzt meinen Herr genannt, dann hätten wir jetzt einen mehr. Aber ob das war... hätte man wahrscheinlich... Das ist scheiße. Ich finde, also, das muss ich jetzt, glaube ich, wahrscheinlich am Spiel kritisieren, weil man muss sich dann wahrscheinlich auf eine Seite setzen. Weil im Endeffekt
Wir haben jetzt so ein bisschen so einen Weg gewählt, die wahrscheinlich halt diplomatisch am klügsten ist. Aber wir werden es jetzt sowohl bei ihm als auch beim Abt verkackt haben. Und rein theoretisch, um das Spiel zu gewinnen, muss man klar Partei ergreifen. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil dann teilt man die Welt irgendwie so ein bisschen ein in Schwarz und Weiß. Und wenn es da keine dritte Option gibt, dann finde ich das schade. Ich glaube, ihr habt den Baron auch noch auf andere Weise beleidigt. Achso, das mit dem Namen, ja. Er ist nicht nachtragend. Oh nein, und er ging auch noch spazieren alleine. Eieieiei. Puh. Mal gucken, wo wir ihn dann finden werden. Er scheint auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Mann zu sein. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Oh, das mag sein. Ich habe ihn nur als meinen Herrn kennengelernt in den letzten 7 Jahren. Oh, okay, der ist jetzt quasi seit der Hochzeit dabei. Wo es mir gerade einfällt, habt ihr heute Morgen auf dem Weg hierhin einen kleinen, mürrischen, dreinblickenden jungen Mann mit Hut gesehen? Ja, der hat uns beleidigt. Okay, wir können aber unsere Rhetorik machen. Ich finde, auch in dem Fall... Das soll so eine Art Witz sein, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, keiner hier in diesem Spiel versteht Witze. Wir geben aber nicht auf. Let's go, Witz. Ah nein, der war mindestens 2 Hand kleiner als wir. Der kleine Martin Bauer, ja. Ich hätte vielleicht eher verdrießlich oder quengelnd gesagt, aber ja, das ist er. Er rannte auf die Wiese an mir vorbei, als ich gerade den Hügel hinaufstieg. Schien es eilig zu haben. Oh, er hat ihm die Ringe gestohlen. Zwei Ringe, einen goldenen, einen silbernen, eine Handvoll Gulden und ein Buch. Oh oh, das der Baron der Abtei schenken sollte. Fuck. Und wir haben es mit dem Jungen verkackt. Das wird interessant. Und die Historie der Stadt war wichtig für uns. Könnte natürlich auch jemand anderes gewesen sein, aber es würde auf jeden Fall erklären, warum er so schnell weggelaufen ist. Gestern erwischte ich den Jungen mit dem Hut, Martin, schätze ich, wie er durch die Fenster hineinstarrte. Stimmt, er stand den ganzen Tag da und hat gewartet. Ich hätte ihn da schon mahnen können, doch nun erschien mir harmlos. Vor der Baron. Aber der Baron, der scheint relativ, schnell verzeihend allerlei Dinge zu sein. Mein Herr verfügt über ein gewisses Vermögen. Die Gulden und Ringe werden ihn keine schlaflose Nächte bereiten, aber das Buch, ja, das wird ihn aufregen. Okay. Die Frage ist, wo werden wir den Herren finden? Und ob wir ihn noch lebend finden? Ich dachte, es wird jetzt so ein bisschen klimatischer, dass wir irgendwie aufwachen und alle rufen, der Baron ist tot, der Baron ist tot. Aber so scheint es nicht zu sein. Wir werden erst im Verlaufe des Tages den Mord bemerken. Wir können hier zum Haus des Abtes nicht rein. So. Scheint sich nichts geändert zu haben. Gehen wir jetzt echt ins Skriptorium rein und fangen da jetzt an zu arbeiten? Das wäre irgendwie... irgendwie... sehr normal. Ich meine, im Endeffekt
könnte man das jetzt zugute halten, ne? Eben, also das reale Leben funktioniert eben nicht so mega spannend und dramatisch, sondern gerade in der Kirche funktioniert das Leben halt so, dass die Leute morgens früh aufstehen, beten, arbeiten. Ich teste natürlich ganz kurz, ob wir jetzt den Geheimgang nutzen können. Ich denke nicht. Aber Versuch ist es auf jeden Fall wert. So, auf zum Turm. Okay. Die Glocken hängen noch, das ist nicht das Mordinstrument. Ist da die Sakristerei? Interessanterweise war die nur am Anfang offen. Die Mönche sind alle schon wach. Ich frage mich, wo die alle sind. Gehen wir doch mal ganz kurz hier rein. Wir haben hier noch keinen Anhaltspunkt gefunden. Ich gehe auch ganz kurz auf den Friedhof und dann gehen wir aber weiter. Was ist das? Bruder Gerhard ist schon einige Zeit tot. Warum ist sein Grab gestört worden? Hier liegt Bruder Gerhard von Önipons. Und dann steht da noch sein Todesjahr. Ich glaube, das ist neu. Haben wir was über Bruder Gerhard erfahren? Meine nicht, aber ich bin mir auch nicht sicher. Gut, gehen wir an die Arbeit. Das Spiel sagt Arbeit, Arbeit. Das ist wunderbar. Der Rest des Klosters ist durchnässt. Aber hier drin gibt es keinen Tropfen Regen. Gut, dass der Abt Otto das Dach des Skriptoriums und der Bibliothek des letzten Monat ersetzen lassen hat. Ja, preiset den Abt. Yay, Abt. Dank des, was auch immer da steht, nebenan bleiben wir warm und trocken, während alle anderen in der Kälte sind. Boah, das ist richtig gemein, der Typ. Statt euch an eurem Glück zu ergötzen, solltet ihr an unsere Brüder und Schwestern denken und für deren Sicherheit beten. Oh, wir könnten natürlich... okay. Wir könnten natürlich für die Bücher sprechen. Bruder Edok, seid ihr nicht froh, dass es den Büchern gut geht? Aber, boah... Ich weiß nicht. Also klar, Bücher sind wichtig und so, aber Menschenleben sind auch schon ein bisschen wichtig. Die Voraussicht des Abts rettete so viele unserer Arbeit und der Bibliothek. Der Stadt ging es weniger gut. Ja, ich glaube, ich sag trotzdem die Option. Und noch wichtiger, falls dem nicht so sein sollte, kümmert es mich nicht. Boah, der macht sich sympathisch. Mit Herzen wie euren könnte man den Hof pflastern. Der grummelige alte Mönch haben wir... Aber wo ist der angenehme? Bruder Piero? Habt ihr ihn heute noch nicht gesehen? Oh nein. Sagt nicht, dass er gestorben ist. Ah, okay. Er ist wieder gegangen. Gott sei Dank. Und wollte mit dem abtreten. Okay. Warum läutet Martinieu die Glocke? Es kann doch nicht die Terz sein. Ich bete, dass es bald aufhört. Solch eine Kakophonie ist ein Affront gegen meine armen Ohren. Es hört nicht auf. Dann werden wir wohl in die
Kirche gerufen oder in den Kapitelsaal. Gott gibt mir die Stärke, dem Regen zu tropfen. 50 Fuß, alter Mann, ihr werdet es überstehen. Gott gibt mir die Stärke, diesen Mann zu trotzen. Ich frag mich, ob wir auch mitgehen. Scheint ja wohl dringlich zu sein. Aber wir müssen uns nicht an die Regeln hier halten. Und wir entscheiden uns auch mitzulaufen. Auf geht's. Ein überraschender Schrei. Aber der Schrei klang definitiv eher wie eine Frau. Die Glocken sind leer. Den Geheimgang können wir natürlich nicht benutzen. Auch eigentlich wieder ein guter Moment, um ihn zu benutzen. Jetzt, wo alle im Speisesaal sind. Ich hoffe, wir haben den schnellsten Weg dorthin gewählt. Bin nicht so hundertprozentig sicher. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte das Gespräch über... Okay. Gucken, wer gestorben ist. Oh. Ja. Er ist spazieren gegangen und dann in diesem Raum gestorben, wo der Totentanz ist. Wahrscheinlich hat die Nonnes Belize so geschrien. Und wir fragen, was los ist. Ja. Und das ist natürlich sehr cool gemacht hier an der Stelle, ne? Erinnert euch darum. Er hat gesagt, ne? Et tu, Andreas, ne? Und du, Andreas, wie Caesar Brutus, der dann durch einen Dolch getötet wurde. Oder durch viele Dolchstöße. Und auch er ist an einem Dolch in den Rücken gestorben. Schöne Metaphorik hier. Bitte, bitte Vater, wo ist der Bruder Florian? Ruft ihn schnell herbei. Schweig still, Bruder. Bruder Florian, wenn ich bitten darf. Tot. Ich bedauere, Vater. Da gibt es nichts mehr zu tun. Er ist tot. Oh. Schwester Margarete, beruhige dich. Schwester Gertrude, bitte geleite Schwester Margarete zum Garten. Ja, Mutter Celicia. Gott stehe uns bei. Der Baron ist... war ein Freund des Fürstbischofes von Freising. Ja, warum macht er sich solche Sorgen um den Fürstbischof? Die Abtei ist in mehrerlei Hinsicht ungewöhnlich. Ihre Existenz stößt manchen in der Kirche übel auf. Wir sind fern genug von Rom und Mainz, dass man uns vergisst, aber das könnte unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich locken. Florian, sag, wie leicht wäre es dir möglich, diesen Leichnam verschwinden zu lassen? Krass. Das ist doch nicht so ein Ernst. Der scheint den Leichnam schnell loszuwerden und keine Zeit zu verlieren dabei. Wollt ihr zusehen, wie die Soldaten des Bischofs unsere Stiegen hinaufschreiten und eure Brüder und Schwestern aus
Heimstatt werfen? Okay, und alle schreien auf. Ruhe! Silenzio! Und ja, der Leibdiener ist bereit zum Ausbruch. Die Frau des Barons kommt heute an. Oh oh. Das ist echt kein guter Moment. Und ich denke mal, beide sind sehr interessiert, ihren den Baron zu sehen. Was sollen wir tun? Puh. Wir müssen den Mann des Barons zum Hof des Freisinger Fürstbischofs entsenden. Mutter Cecilia, der Baron sagte, der Erzdiakon des Fürstbischofs sei zum Reichstag in Innsbruck. Umso besser. Unser zügiges Handeln wird alle Gerüchte um ungebührendes Handeln verstummen lassen. Angesichts des Ranges des Barons wird zweifelsohne der Erzdiakon sofort zur Ermittlung anreisen. Wir müssen vollständig mit ihm kooperieren und uns eine schnelle Auflösung der Lage beten. Danke. Bruder Wojslaw setzt Bruder Piero im Keller fest, bis der Mann des Fürstbischofs erscheint. Fürst Piero, der ihn gefunden hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bitte überdenkt das. Er wurde in flagranti delicto aufgegriffen. Blut überströmt mit einem Messer in der Hand. Vater, glaubt ihr wirklich, dass Bruder Piero zu solcher Schandtat imstande ist? Boah. Ich meine, ich war immer ein großer Fürsprecher für Piero. Und manchmal sind es die, denen man es am wenigsten zutraut. Und er hat gesagt, dass sein Manuskript nicht so gut ist. Und dass wir das erledigen sollen. Aber deswegen jemanden umbringen? Naja, nur Mann. Ich zürnte den Baron nicht, Vater Abt. Ich habe ihn schlicht so gefunden. Kein Zorn, nicht mal einmal dafür, wie er euer Werk beleidigt hat. Und uns zwang es an Andreas zu übergeben? Ein Kloster ist kein Debatorium. Wenn der Mann des Fürstbischofs ankommt, dürfen wir nicht mit leeren Händen dastehen. Selbst wenn Piero den Baron töten wollte, wäre er doch gar nicht körperlich dazu in der Lage. Ja, also ich muss sagen, das ist nicht unbedingt die beste Stelle, um ihn umzubringen. Das stimmt schon. Ich meine, das ist ein offener, langer Gang. Mit Steinboden. Sich da anzuschleichen, könnte ich mir vorstellen, ist nicht so leicht für einen alten Mann. Und ihn dann auch mit dem Messer zu töten. Wir können ihnen auch sagen, Bagai wird uns nicht in die, wird uns nicht, wahrscheinlich nicht zusprechen, er wird zum Abt halten. Ich glaube auch nicht, dass er es war. Also ich glaube halt, Guy wird auf jeden Fall zum Abt halten und damit verfliegt unser Argument hier an der Stelle. Deswegen müssen wir leider mit dem körperlichen Argument gehen. Das finde ich zwar das Schwächere, aber ich traue Guy nicht. Und deswegen würde ich auch nicht auf ihn setzen. Oh, und da kommt uns zum Glück unsere Heilkunde zur Hilfe. Die Lähmung in seiner Hand schreitet zu seinen Fingern vor. Er kann ein Messer kaum halten, geschweige denn jemanden morden. Ja, stimmt. Das haben wir auch bemerkt, dass er ja, also
Die haben ihm nicht gesagt, dass er langsamer wird, aber er hat ja selber gesagt, dass er langsamer wird. Stimmt. Würde ich meine medizinische Meinung ersehen, hätte ich Bruder Florian gefragt oder den ehrenwerten Dr. Stolz. Doch das tue ich nicht. Und dies ist nicht deine Angelegenheit. Es ist meine Angelegenheit, wenn ich mich in Bruder Spiros angebliches Motiv hineinfährt. Vergebt mir Vater gerne, und ich denke nur, dass Bruder Pietro derartiges getan, dass Bruder Pietro derartiges getan haben könnte. Ach, nur nicht, okay. Deine Einlassung ist vermerkt. Mein Entschluss steht fest. Bruder Wojslaw wird Bruder Piero bis auf Weiteres in den Keller rüberbringen. Bruder Florian, bitte geleite Andreas aus der Abtei. Andreas, ihr zeigt euer Gesicht hier allerfrühestens morgen wieder. Habt ihr mich verstanden? Wir sagen nichts. Der Abt hat sich mal wieder verdächtig verhalten. Andreas, hört mir zu, ich fühle mit euch. Ich denke auch nicht, dass es Piero war. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, den Abt zu reizen. Sicher glauben auch die Brüder und Schwestern Pieros Unschuld, aber der Abt ist besorgt wegen der Aufmerksamkeit des Fürstbischofs. Und das ist tatsächlich ein gutes Argument. Weil im Endeffekt, ne, das kennt man sehr oft, man braucht sofort irgendeinen Schuldnamen. Und also Piero hat da schlechte Karten und wird da jetzt einfach vorgeschoben. Vielleicht hat er eine Idee, ja. Nehmt euch ein paar Stunden Zeit, um Nerven und Geist zu beruhigen. Ihr müsst klar denken. Geht zu den Druckers, esst eine gute Mahlzeit und kommt zur Nonne zurück. Ach, zur Nonne, also zur späten Stunde zurück. Oder zur frühen Stunde? Wir werden nicht viel Zeit haben, aber werft einen kleinen Stein an mein Fenster, dann lasse ich euch herein. Oh. Das ist praktisch. Oh, und wir können den Leichnam exhumieren. Das ist gut. Da kommt unser Background auf jeden Fall uns zu Hilfe. Und ich hoffe, die. Ich hoffe, die nehmen uns es nicht zu übel, dass wir sie haben warten lassen. So, die wollten ja gestern schon mit uns essen, aber wir haben den Deal ausgeschlagen. Ich gucke mich gerade ganz kurz um. Aber ja, ich glaube, wir nutzen auch ein paar Stunden Zeit, um das Ganze durch unsere Köpfe zu gehen zu lassen. Hier kommt natürlich die Frage auf: Was denkt ihr, wer war der Mörder? Es gibt viele Verdächtige. Es ist interessant, weil der Diener von ihm hat ja noch gesagt, so von wegen, er ist in die Wälder aufgebrochen. Aber dann ist er ja scheinbar aus irgendeinem Grund in die Kirche gegangen und mitten in dem Raum getötet worden. Das ist komisch. Dieses Grab wurde entweiht, seine Ringe wurden gestohlen. Das ist auch alles so ein bisschen zeitlich schwer einzuordnen, finde ich. Und ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie. Ich mag den Abt nicht. Aber dass er deswegen mein Hauptverdächtiger ist, im Moment schon. Also, ich glaube nicht, dass er es war, aber ich finde, bisher haben wir die meisten Gründe und Motive für ihn. Es könnten natürlich sehr viele Leute sein in der Stadt. Und das ist natürlich auch noch ein interessanter Punkt. Er wurde halt auch im Kloster ermordet. Und da kommen ja nicht alle rein. Das stimmt. Wobei wir schon gesehen haben, dass das Kloster scheinbar Geheimgänge hat. Vielleicht gibt es noch einen weiteren Geheimgang. Und manche Leute können das natürlich vielleicht auch mit ihrer Athletik lösen. Am Ende war es Guy. Ehrlich gesagt habe ich Guy auch ein bisschen im Auge. So, weil er, also, aber, ne, gut, das liegt auch wieder daran, dass er total unsympathisch ist. Aber
Ich meine, der ist halt so ein richtiger Speichellecker. Und ja, ich meine, der Baron hat halt irgendwie die Kirche verunglimpft, der hat die anderen Mönche verunglimpft, den Abt verunglimpft, er hat sich für uns entschieden und nicht für ihn, für die Ausarbeitung des Buches. Der hat halt schon echt viele Motive, warum er es hätte getan haben können. Aber die Frage ist so ein bisschen, ob er die Eier dazu hat. Was ich mir, also das ist für mich halt so die Frage. Ich glaube, er hätte also vom ersten Blick her die Statur dazu. Ne? Ich meine, das müssen wir tatsächlich hier mit einbedenken. Ne? Viele hier im Kloster, von den Nonnen und von den Mönchen, die sind ja nicht in unbedingt bester Verfassung für so einen Mord. Das ist schon ein Argument. Die anderen hätten, aber dann hätten die anderen ihn ja vor dem Kloster oder in den Wäldern abfangen und außerhalb töten können. Es kann natürlich auch ein Zeichen sein, ne? Aber ich meine sozusagen, weißt du, so als Mord, dass der halt auch in der Kirche sterben sollte, aus irgendeinem Vorwand, ihn da reinzulocken. Könnten ja auch mehrere Leute gewesen sein, ne? Ihn da reinzulocken, damit der halt quasi von in Gottes Haus Gottes Strafe erfährt für seine Frevel, die er da erzählt hat. Ich hatte gerade für einen Moment überlegt, ob man die Leiche von draußen in die Kirche zerren könnte, aber das wäre sicherlich aufgefallen. Das schließe ich aus. Also zumindest an dieser Stelle. Es kann natürlich auch sein, dass er gar nicht an dem Messerstich gestorben ist, ne? Das sollten wir jetzt noch nicht ausschließen. Wir haben gesehen, dass hier sowohl im Wald als auch im Garten unglaublich viele Pflanzen wachsen. Und ich konnte sie jetzt nicht einordnen. Unser Charakter hat ja hätte theoretisch vielleicht was sagen können, wenn einer der Pflanzen giftig wäre. Aber es könnte natürlich auch sein, dass ihm jemand was Giftiges ins Essen gemischt hat und dann im Nachhinein das Messer irgendwie reingebracht hat, um den Mord halt irgendwie auf jemand anderen zu schieben. Wäre auf jeden Fall eine interessante These. Und ja, also ich meine, wir haben hier scheinbar verschiedene Leute, die sich halt mit Kräutern auch auskennen. Ne? Scheinbar die Frau, die zur Geburt geeilt ist. Ne? Ich weiß noch immer nicht mehr ganz genau, wer sie war. Sie scheint sich wahrscheinlich mit Kräutern auszukennen. Wir haben den Herrn Dr. Stolz, der die Leute hier eh nicht leiden kann. Der könnte irgendwie eine persönliche Fehde haben. Wir haben diese ganzen Naturleute im Wald, die bestimmt sich mit Kräutern auskennen. Wir haben den Arzt, der uns aber helfen will. Ne? Das ist auch schon, also den habe ich eigentlich im Moment nicht so in Verdacht. Und dann haben wir natürlich die ganzen Nonnen. Die, ja, die waren allerdings beim Streitgespräch gestern nicht eine Option. Ich glaube, also die Idee mit den Kräutern halte ich für keine so abwegige Idee. Das werden wir wahrscheinlich halt in der Obduktion sehen. Könnte natürlich noch ein anderer Grund sein, aber der wäre wahrscheinlich sichtbar. So, keine Ahnung, wenn die den irgendwie mit so einem Kerzenständer oder so umgehauen hätten, dann hätte man das auf jeden Fall gesehen an der Stelle. Deswegen glaube ich, dass auch das keine mögliche Option ist. Und Selbstmord, boah. Also, nee. Ich glaube irgendwie, dafür spricht auch eigentlich so gar nichts. Also mir fällt nicht ein Grund ein, warum es für Selbstmord sprechen könnte, weil er schien ziemlich happy mit seinem Leben zu sein und als hätte er noch ziemlich viel vor. Denke mal, dass das ausschließt. Und ich glaube auch, dass das nicht im Sinne des Spiels ist, weil ich glaube, also irgendwie, so wie ich die Previews von dem Spiel verstanden habe, ist das Ziel ja, dass wir am Ende einen
auswählen, der den Mord begangen hat, und das Spiel uns nicht sagen wird, ob wir die richtige Wahl getroffen haben. Und ja, das ist irgendwie so die Krux ja an der Sache, sodass es dann auch so ein bisschen Replayability haben. Manchmal sind die fröhlichsten Leute die traurigsten. Ich überlege gerade, bringt uns das denn? Gab es irgendwen, der sehr fröhlich war und das war hätte sein können? Ich meine, es gibt halt so Leute, über die wir nicht wissen, nicht viel wissen. Zum Beispiel die ganzen Leute, die aus den fremden Ländern kommen, wir wissen nichts über sie. Also irgendwie nicht so wirklich. Ob sie irgendein Motiv haben könnten, aber I don't know. Ich meine, warum? Da würde das Spiel irgendwie das finden. Die schienen mir alle sehr glücklich hier in unserer Abtei zu sein. Das würde ich auch ausschließen. Ich hatte ja den Otto so ein bisschen im Blick am Anfang, weil der mir so miesmutig über ihn gesprochen hat. Aber da spricht so ein bisschen dagegen, dass ja, dieses Argument, wie er in die Kathedrale reingekommen ist und wieder rausgekommen ist. Wäre das im Wald passiert, dann hätte ich Otto noch immer im Auge. Wobei, ich glaube, war Otto nicht der die Holzarbeiten in der Kirche erledigt hat? Vielleicht kennt er halt aufgrund des Studiums quasi der Kirche tatsächlich noch einen Geheimgang, ne? Wenn er irgendwie diese Architektur des Gebäudes kennt, vielleicht kennt er noch mehr Wege als Ah, okay, jetzt verstehe ich das Argument. Dass er Selbstmord begangen hat, weil er ein zu schönes Leben hatte. nicht unbedingt naheliegend, aber wir kennen ja tatsächlich Fälle, die so sind, ne? Also in unserer realen Welt. Der eine coole Schauspieler, boah, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, der so viele Komiker in so lustigen Filmen mitgespielt hat, der immer alle Leute aufgeheitert hat und ich glaube, der war auch ein großer Fan von Zelda. Hat sogar seine Tochter danach benannt. Und der hat sich ja, genau, Robin Williams. Danke. Der hat sich ja auch umgebracht, ne? Obwohl man so dachte, dem geht's gut. Ja, also ich glaube, ich wäre eine Option, nicht unbedingt die naheliegendste. Und ich glaube, noch immer wegen. Aber es wäre interessant, wenn am Ende uns das Spiel die Option gibt, zu sagen, dass es Selbstmord war. Das wäre auf jeden Fall eine super interessante Option als letztes, das als Selbstmord. Und das wird sich dann ja auch nicht da müsste man auch wieder herausfinden, an was er dann gestorben ist. Aber ich finde das jetzt cool gemacht, ne? Im Endeffekt, wir werden jetzt ziemlich viel Rätsel raten und mal gucken, wie wir an die passenden Informationen kommen. Die Obduktion wird auf jeden Fall gerade für unseren Charakter ziemlich essentiell sein, um an nötige Informationen zu kommen. Und ja, jetzt beginnt das große Rätselraten. Unser Mordfall fängt an und ich bin mega gespannt, wie das sich ausgestalten wird. Aber da wir ja hier gerade auch für YouTube aufnehmen, an der Stelle schließe ich mal ganz kurz die YouTube-Folge. Und rätsel mit dem Twitch-Chat noch ein bisschen weiter. Oh, hört ihr das im Hintergrund? Oh, wait. Oh, sorry, das kommt auch auf die Aufnahme mit drauf, aber das hört ihr nicht im Hintergrund. Bei mir geht gerade der Martinszug los. Das höre ich nämlich nur im Hintergrund.